Wenn man die Bilder jetzt sieht, wird sehr, sehr deutlich, dass wir nicht präsent waren auf dem Platz. Es hat 0,0 damit zu tun, was wir hier sehen wollen. Und das ist natürlich auch meine Verantwortung. Alles, was wir hier predigen und uns auf den Schulter klopfen und sagen, wird nach so einer Halbzeit alles in Frage gestellt. Und das müssen die Spieler auch wissen, dass natürlich keine so angenehme Zeit auf den kommt, auch für uns alle, weil das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Weil du kannst Spiele verlieren, du kannst auch Spiele deutlich verlieren, aber die Art und Weise ist sehr entscheidend. Und gestern war die Art und Weise, erste Halbzeit, weit, weit weg von in Ordnung zu sein. Ich glaube, in meine 15 Jahre insgesamt als Spieler, sowohl auch jetzt als Trainer, war das der bitterste Abend, bitterste Moment überhaupt, weil ich fand, dass was wir da uns geleistet hat oder eher nicht geleistet hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, es gibt viele Worte dafür, aber das war unter alle Kritik.